Und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Hardcore. Weiter geht's. Ich habe jetzt mal entschieden, ich baue das doch nicht auf Screen ab. Habe jetzt mal in der Zwischenzeit mal unseren Eisengünder repariert und habe auch nochmal Hackbert verzaubert, weil ich hatte noch ein paar Level mehr bekommen auf Level 30. Habe auch mal die Hose erstmal verzaubert auf Protection 4 und Unbreaking 3. Für die Rüstung hat es jetzt nicht mehr gelangt, Brustplatte. Aber ich habe unseren Hackbert verzaubert. Da haben wir jetzt Efficiency 4, Unbreaking 3, Fortune 3 und Mending. Mending habe ich separat drauf geknüppelt. Haben wir ein Mending-Buch geholt. So, das heißt, wir können das jetzt hier oben mal alles abreißen. Alles, was hier am Stein ist. Auch den ganzen Cobblestone hier mal weg. Und vielleicht mache ich sogar hier noch den dann weg. Muss ich mal schauen. Aber jetzt krabbeln wir erstmal das hier ab. Geht ja jetzt relativ schnell. Autsch. So, dass wir hier das nämlich mal wirklich jetzt abgraben. So, ja, geht ja jetzt relativ schnell. Mit der Diamantspitzhacke haben wir sogar eine höhere Durability, Haltbarkeit, alles schick. Insofern ich mich nicht immer irgendwo verbuddle. Aber naja, muss auch mal sein. Sowas muss sein, deswegen immer ruhig gerne Themen reinschreiben, über die ich mal reden kann. Die ich mir aufgreifen kann, die Themen. So. Wir können ja erstmal provisorisch, na gut, aber jetzt hier noch einen Boden erstmal reinhauen, wäre jetzt ein bisschen kontraproduktiv. Aber warum nicht? Weil wir sind ja jetzt hier auf der Höhe, wo das hinkommen soll. So, mal alles holen. Nichts verlieren. Entweder sagen wir, wir nehmen jetzt hier Spruce Wood an sich. Zwischenzeitlich ruhig mal hier wieder ein paar Fackeln hinsetzen. Na, wenn wir jetzt das wirklich so sagen, wir machen jetzt bis zu dem Stell, wo hier das Deep Slate geht, uns Holz hin. Ich denke mal, so werden wir es auch machen. Und das dann abtragen. Autsch. Also gucken wir mal, wo wir jetzt unser Holz haben. Haben wir überhaupt noch so viel Spruce haben, ist die nächste Frage. Ich nehme jetzt auch gerade mal Koppel Deep Slate raus. Und da haben wir einen Bruchstein, den brauchen wir dann auch wieder. So. Kupfer. Sehr schön. Spruce Wood. Hier haben wir 5 Planken. Erde. Hier haben wir noch ein bisschen davon. Aber ansonsten sieht es hier eher nicht so schön aus. Also müssen wir uns mal wieder was holen. Und stellen fest, ich habe keinen großen gepflanzt. Schlimm. Also, da kann ja bloß hier irgendwo sein, die Selbstlinge. Entweder hier oder hier. Da. Wir haben ja unsere kleine Knochenmehlfarm, wo wir die überflüssigen Seeds reingetan haben.
So, nebenbei laufe ich gerade mal noch ein paar Eier produzieren. Die Hühnchen, die wachsen auch alle langsam groß, also von daher ist das ganz entspannt. So, 1, 2, 3, 4. Gut, dann holen wir uns mal das Rootswood. Dann holen wir uns noch ein bisschen Deep Slate. So. Nicht, dass dann hier, du hast jetzt in Kreativ gegangen und hast alles so abgebaut. Nein, ich will ja alles schön händisch abbauen. Warum nimmst du nicht TNT? Ja, weil dafür bräuchte man eine Creeper-Farm. Die Creeper-Farm werden wir erst benötigen, wenn wir kurz davor stehen, ins End zu gehen. Wenn wir eine Elytra holen. So, ein Wandering Trader kam wieder noch nicht vorbei. Das ist sehr schade, aber ist nun mal so. Nase juckt. Ja, gut, über Stack müsste mal hinkommen. Haben wir jetzt irgendwas zum Traden? Wir können ja mal kurz nach den Kürbissen hier. Die Kürbisse abfarmen. Und ja, mit der Kürbisfarm habe ich noch ein neues vor. Da habe ich nämlich ein schönes Design gesehen bei jemand anderen. So gucken, dass auch die Stimme aufgenommen wird. Ja. Ich werde bestimmt dann gleich mal noch einen weiteren Farmer machen. Wir haben da zwar einen Bibliothekar noch übrig, aber der hat nur Protection 4, ja, für den Anfang ist das vielleicht gut, aber jetzt brauchen wir es noch nicht. Und dann gucke ich eher, dass ich mit denen ein bisschen so traden kann. Und ja, mir ist gerade eingefallen, ich kann ja auch unsere Glücks Tools nehmen, da kriegt man nämlich mehr raus. Zumindest bei den Kartoffeln und Karotten. Bei Weizen kommt mehr. Die Samen raus. Halt. Und mein gelbes Bett habe ich immer noch nicht gefunden. Wer weiß, wo ich es hingestellt habe. Vielleicht habe ich es wirklich bei den Dorfbewohnern drin. Who knows? So, kann auch gleich wieder das Knochenmehl rein. Die kann man leider nicht kompostieren. Habe ich bei den drüben einen Crafting-Tisch? Kann ich sogar jetzt gar nicht sagen. Müssen wir mal schauen. Wenn ja, mache ich mir da drüben nämlich gleich mal noch einen Komposter und nehme eins von denen weg. Ja, mal ein. So. Schauen wir mal. Irgendeiner ist ja hier noch. Genau du. Karotten. So, geben wir nämlich noch ein paar Level. Später dann auch noch ein paar mehr von denen. So. Melonen habe ich jetzt nicht mitgenommen. Ich mache hier mal eine Barrel hin. Nee, mache ich nicht hin. Weil sonst habe ich hier einen Fischer drin. Das wollte ich jetzt nicht. So, kommt das mal hier rein. Es wird eigentlich sogar Zeit, dass wir hier noch eine Trading Hall machen.
So, jetzt tun wir noch ein bisschen Deep Slate. Mit die Umrandung machen können, wo dann. Ja, Deep Slate. Ich nehme erstmal nur Cobble Deep Slate. Und daraus mache ich mir Stufen. Machen wir mal einen Stack Stufen hier. Warum will ich mir jetzt hier Stufen draus machen? Weil, wenn wir hier sagen, wir machen das hier draußen trotz noch als Farmwirtschaft. Weil da können wir sagen, gut, da gehen wir mal kurz hier hin, machen hier Wassereimer rein. Und dann passt das. So. Dann kommt der erstmal hier wieder weg. Dann können wir nämlich schon mal hier hinten. Das hinpacken. Das heißt, wir müssen dann die Kisten wieder umverlegen. Aber das ist jetzt das kleinste Übel. Gut, es ist ja kein Übel an sich. Es sei denn, ich verbaue mich wieder mal. Meine Güte. So, ich hatte jetzt noch nicht geguckt gehabt, wie viele neuen Zuschauer wir haben. Ich tue jetzt mal hier einfach bloß mal Sonnenholz hin. So, dass ich hier halt wirklich weiß, bis hier müssen wir halt, der ist falsch. Der ist fehl am Platz. So, die werden dann demzufolge ersetzt. Dann durch Deep Slate. Aber jetzt müssen wir es halt erstmal mit Planken machen, dass man hier erstmal wenigstens holt. Gut, da mal so eine Stufe hier drin. Gut, jetzt nicht. So. Immer wieder gucken. Und dann können wir jetzt hier die Stufen wieder hinsetzen. Weil dann haben wir hier trotzdem wieder den Fußboden drinne, können entspannt zu unserem eigenen Kistenlager hin. Der war natürlich. Aber wir haben ihn wieder bekommen. Sehr schön. Wunderbar. So, das heißt, wir können jetzt erstmal. Und dann können wir hier mit unseren Kürbislaternen arbeiten. So schick. So, hier haben wir auch noch ein bisschen Stein, was ich nicht weggenommen habe. Schlimm. Aber naja, gut, muss auch weg. Weiß ich gerade mit der Nasal klinge, ja, ich habe irgendwie aktuell wieder meine Zuhnase manchmal. Aber so ist es nun mal.
So, müssen wir jetzt wieder hier den Sneaky machen. Nein, der war falsch. Genau, dann kommt hier die Stufe rein. Ich mache das jetzt extra so, ist das hier nicht die ganze Zeit nur. So, jetzt brauchen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechs Stufen. Gut. Und dann können wir hier die ganze Fläche erstmal mit unseren Bruce Planks befüllen. Du wolltest aber den Holzstein jetzt erstmal wegnehmen. Ja, ich wollte das erstmal wegnehmen, aber wir brauchen ja erstmal Platz zum Wiederlaufen. Nicht, dass wir dann dastehen. Ups. Brauche ich zum Beispiel die Kleidung, komme nicht ran, weil Kiste ganz oben. Würde sich mein zukünftiges Ich freuen, den wegzunehmen. Vielleicht gehe ich sogar hier noch mit einer Stufe hin, weil hier soll ja am besten dann die Tür hinkommen. Ja, schade. Immer noch nicht. Jetzt. Gut, sowas muss auch gemacht werden. Wenn ich alles hier offscreen mache, kann ich ja auch sagen, das ist jetzt eine Hardcore-Let's-Show-Welt. Und das will ich nicht. Wegen der Musik, falls du jetzt reinschreibst, bringt doch Musik im Hintergrund. Ja, das könnte ich machen, aber bei der Musik, wie schon einmal gesagt, kann man es niemandem recht machen. Die einen sagen, das ist zu laut, die anderen sagen, das ist zu leise. Und so kann ich sagen, gut, kommt jetzt keine Musik rein. Weil wenn ich Musik reinmachen würde, wäre es dann eher mehr so diese rockige Variante. So ein bisschen ausleuchten jetzt schon mal wieder. Denn wir wollen ja keine böse Überraschung haben. Nicht? Nein, ich möchte keine böse Überraschung haben. So, und da sind wir heute schon wieder alle. Ich schaue nochmal die Kisten durch, sonst müssen wir nämlich nochmal einen neuen Baum fällen. Der ist schon gewachsen. Also holen wir noch ein bisschen Holz für den Boden und dann wird unten der Stein weggeknüppelt. Stimmt, nee, hier wollte ich eigentlich Türen machen. Ah, ja, erstmal. Sei es drum. So, wir brauchen Holz. So wieder ein Stack Eiern. Ist wirklich schade, dass man aus den Eiern nichts wirklich Schöneres machen kann als Kuchen. Oder halt dann später eine Witterrosenfarm. Aber naja, egal. Ja, es gibt halt solche Mods, wo man sich Spiegelei machen kann. Aber wir spielen Vanilla und nicht hier Mods.
Habe ja extra gesagt, wir machen ein Vanilla-Hardcore-Projekt und kein Hardcore-Modded-Pack oder Vanilla-Plus. Nee, das muss nämlich nicht sein. Wir haben, gut, dann können die Setzlinge gegebenenfalls decayen. So. Okay, so viel brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Ich mache jetzt erstmal bloß die hier. Vielleicht langen die 36 schon. Nö, werden nicht lang. 4, 8, 12, 16, 20. So. Sehr schön, jetzt brauchen wir von denen was. So, da können wir wenigstens entspannt hoch und runter gehen. So, machen wir erstmal hier die kleine Ofenbank hin. Hier werden wir dann später den gleich kleinen Super-Smelter bauen. Jetzt nicht hier einen großen, weil dafür brauchen wir eine ganze Menge an Kohle. Das heißt, wir müssten Kohle farmen gehen. Ohne Ende. Gut, wir haben ja eine Glücksspitzhacke. So, aber trotzdem. Kein Setzling ist zu wenig. Nee, jeder Setzling, den wir verlieren, ist schlecht. Weil sonst müssten wir dann wieder hier in ein anderes Biom gehen und uns wiederum Setzlinge organisieren. Das muss nicht sein. Gut, jetzt sind wir schon bei knapp 23 Minuten. Wir haben den Fußboden drinnen vom Lager. Erstmal den Holzfußboden. Hier kommen dann noch Kürbislaternen rein. Das kommt weg erstmal. Und dann geht es jetzt in der nächsten Folge ans Steinklopfen. Haha, deswegen nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, like, macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal.